Angriff plus 10. Ich gucke mal, ob hier noch irgendwie Items rumliegen. Aber nein. Wo ist jetzt... Geht's jetzt weiter? Ah, da. Ich brauche mich nicht heilen. Excellent. With strength like that, you will be able to overcome any crisis. Okay. Es gibt ja drei Stockwerke. Wir sind in den zweiten. Trial 3. A test of intelligence and decision making in battle. You must prevail in battle. However, you have the aid of only one ally at any time. To change your ally, you must awaken another warrior from his eternal slumber. Lose a single ally and you will fail. Now, mighty swordsman, are you prepared for the challenge ahead? The battle is about to commence. No time to lose. Okay. Die dritte Prüfung. Weisheit. Das hört sich, um ehrlich zu sagen, ein bisschen schwer an. Okay, wollen wir mal. Die Hexe sieht lässig aus. Ein Heiler. Und meine Mitschreiter, ich kann immer nur jeweils einen benutzen. Okay, dann hole ich erstmal den hier. Ausfall. Mach doch bitte den Ausfall. Gerne. Okay, der Schütze ist so, glaube ich, das Intelligenteste. Muss hier raus. Du siehst nach einem Heiler aus. Wollte ich nicht, aber machen wir es mal. Komm hier hinterher. Okay. Du machst bestimmt keine Magie, ne? Genau das ist es. Gut. Und dann noch schnell den Hexer wegmachen. Gut. Das war aber auch sehr gewagt von mir. Oh, ich habe 5 Leben. Spezialangriff Beschleunigung. Mit Lauftempo und Angriffshäufigkeit mit Sturm kann der Effekt auf Mitschreiter erweitert werden. Das Tutorial. Wer jetzt als Prüfung bestanden, Zell hat mit Hilfe von Mitstreitern gesiegt. Zu Ehren seines Erfolges erhält Zell den Titel Weiser Stratege. Zell ist sein Ziel, ein wahrer Ritter zu werden, einen Schritt näher. Leider ist das Tutorial flöten. Deswegen rufe ich das nochmal auf. Tutorial. Techniken. Beschleunigen. Beschleunigen. Spezialtechniken können im Kommandomodus ausgeführt werden. Ah, wenn der Spezialleiste voll ist. Selbst Technik Beschleunigen verdoppelt die Geschwindigkeit seiner Angriffe. Wird im beschleunigten Zustand Sturm verwendet, wird die ganze Gruppe beschleunigt.
Ah, jetzt haben wir auch eine Spezialleiste, die war vorher nicht da. Die muss voll sein, damit ich Beschleunigung einsetzen kann. Well done, lad. You have but two trials left. Let us move on to the fourth trial. You have six allies. Your role will be to support them to the best of your ability. You must learn to know the extent of your own strength to secure victory. Now, wise tactician, the time has come. Prepare yourself. Vierte Prüfung. Zusammenhalt. Da bin ich ja gespannt, wie das jetzt funktioniert. Es wird kein Kinderspiel. Ich kann die Heilkreise auffüllen, um vergiftete Gefährten zu heilen. Den Heiler sollte ich lieber... Das sind meine Verbündeten. Okay, auf geht's. Ja, ich mach mal den Heiler weg, ne? I'll try and draw the enemy's attention. Those mages are a real pain. Accusing their magic should help. Der Heiler ist down. Das ist nicht gut. Five left. Okay, dann mach mal den Sturm auf ihn hier, das ist ein Gegner. Kraftschlag, Kraftschlag, Kraftschlag. Ja, Heilung. Schütze. Kälte auf den... Oh, Level 60. Ich sollte den Heiler lieber mal beschützen. Wo ist ein Heilkreis? Da ist ein Heilkreis. Three to go. Only two more. This is the last one. Da komme ich nicht rüber. Okay. Ich habe sogar den letzten Schlag gemacht. Weil sie alle draufprügeln lassen und dann habe ich den letzten Schlag gemacht. Zu Ehren seines Erfolgs erhält Zell ist sein Ziel, ein wahrer Ritter zu werden, einen Schritt näher. Das ist ja nicht so wichtig jetzt, was da steht, deswegen habe ich ja jetzt auch mal drüber gelabert. Lähmungspfeile. Und bevor ich das noch später vergesse, tue ich nochmal hier die Leute so ein bisschen ausrüsten. Wie zum Beispiel die Jagdrüstung haben. Wir haben eine Heldenrüstung. Oder habe ich mich da eben... Nee. Wie sieht denn die Heldenrüstung aus? Muss ich bei Zell gucken, wenn wir keinen dabei haben. Weil die schwere Rüstung sieht halt einfach... Also die ist halt besser und die sieht auch besser aus. So. Du kriegst dann die Heldenrüstung, würde ich sagen. Oder, ja, weil Jurik kriegt die schwere Rüstung eigentlich. Okay, plus 4 habe ich nichts mehr, ne? Was andere tragen können. Dann gucke ich mal plus 3, ob wir da irgendwie was gefunden haben. Ich guck bei Kalista gar nicht, also der gebe ich erstmal nichts, weil... Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie oft wir die benutzen. Lederbeinschutz für dich. Dann ja, gebe ich hier den Jagdbeinschutz. Sieht bestimmt ein bisschen doof aus bei dir, aber naja. So, es geht weiter. Und hier konnte man ganz leicht nicht drüber hüpfen, was ich nicht wusste und mich irritiert hat. Wusste... Was? Was für ein Beinschutz? Irania hat, glaube ich, nicht, ne? Ja, nur Mirania hat nicht Level 4. War das ein schwerer Beinschutz? Ja. Ich
Ich habe irgendwie großer Beinschutz gelesen aus irgendeinem Grund. So, dann geht's weiter. Warte, Zell, hast du Beinschutz? Ja, hast du. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass er jetzt beide Beine halt Rüstung trägt. Superb! Many trials in life can only be overcome by working together with your comrades. Okay. Nach dem ganzen Zeug hier höre ich auch auf, weil die letzte Prüfung bestanden haben. Weil ich will auch mal aufhören. Ich wollte schon nach einer Stunde aufhören. Jetzt sind wir was bei 3. Also kann man sich denken, dass ich muss gegen ihn kämpfen. Wahrscheinlich, ne? It is no easy feat to reach the final room. You must be prepared to face death itself. Your final opponent is me. Fight with all your strength. Fünfte Prüfung. Mut. Oh Gott, ey. Ja, da war auch nicht so viel Leben. Do not hold back. I told you, you must accept death. But General, hesitation in battle will kill you, lad. And it will not be just your death either. Do not fear risking your life. If you do, you are no knight. Oh Gott. Okay, ich kann die Steine zerstören. Das ist natürlich nicht so gut. Oh Gott. Ich kann ihn nicht verwirren. Da passiert das nicht. Unten. Nochmal. Hoch. Foolish boy. I shall end you. Overcome me. Escape the jaws of death. Now, witness my resolve. Ich konnte den Wabbel. Ja, scheiß die Wand an, der greift durch die What's Wand wrong? An. Did you not pass all of the trials properly? Not bad. Nice attacker. Is this all you have? Therius would be in hysterics. Come, Zael. Apart again. Other way. I'll do it. I'll overcome you, General. I'll protect all that's dear to me. Even if it costs me my life. Yes, hone your body and soul, lad. Show me your resolve. And know that this is a knight's greatest weapon. What's wrong? Did you okay. not pass all of the trials properly? Ausweichen. Okay, das ist nicht gut, dass er in diesem Modus ist, wo ich ihn nicht angreifen kann. Einfach draufhauen, wie so ein Bekloppten. Kack die Wand an. Da habe ich leider nach unten gedrückt. Und hau drauf. Okay, nochmal oben, nochmal oben.
unten. Und nochmal oben. Meine Güte. Boah, wie das aussieht. Dragon Ball Z mit Schwertern. Masterfully done, Zale. You have successfully passed every single trial. I salute you. I am humbled by your words. I owe you my thanks, General. Nonsense. You did it by yourself. You proved you have everything it takes to be a knight. To commemorate the occasion, I give you this. This is the first gift the Emperor ever gave me. No, I can't accept something so important. I mean, I've still got so much to learn. That is precisely why I wish you to have it. Zale, when you feel doubt, look at this. Look at it and remember how you feel now. I will, General Astar. Wir sind jetzt ein Zögling von General oder General Astar. Cool. Ich hatte Angst, dass wir den töten müssen. Mutprüfung bestanden. Zell hat alle Tugenden eines Ritters bewiesen. Zu Ehren seines Erfolgs erhält Zell den Titel Kühner Krieger. Zell ist sein Ziel, ein wahrer Ritter zu werden, einen Schritt näher. Neue Technik, Konter. Drücke im Moment eines Angriffs die Block-Taste, um zu kontern. Schaltet auch Magie auf den Angreifer zurück. Oh Mann, ey, da kann ich bestimmt nicht so gut. Wo sind wir? Ah, neues Tutorial. Ah, ich habe nicht schnell genug gedrückt. Wahrscheinlich Konter. Techniken. Konter da. Drücke er genau in dem Moment, in dem der Feind angreift, um einen starken Angriff, Gegenangriff auszuführen. Blockst du mit R Magie in dem Moment, in dem du, in dem die Ziellinie weiß aufblinkt, kannst du Magie auf den Feind zurückwerfen. Okay. Cool, Content können wir jetzt. Ach, die Spezialleiste, die bleibt auch gefüllt, auch nach dem Kampf. Gut. Öffnen. Hier geht's wahrscheinlich nur wieder runter. Wer ist das denn? Congratulations on passing the Tower of Trials, Sir Zay. You must show me just how capable you are. Du Penner. Tod? Is this poison? Oh Gott. Was war das denn jetzt? Sag bitte nicht Game Over. Ich war ein bisschen überfordert. Dass man auch nicht direkt speichern kann, ist auch eine kleine Frechheit. Oder habe ich gespeichert? Da war, glaube ich, kein Speicherpunkt, oder? Geh nochmal hoch. Ob hier ein Speicherpunkt ist, aber ich glaube nicht. Ja, ich kann nochmal mit dem General reden. Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Benutzen wir aber auch. Dass sie mich hier nicht vor dem Speicherpunkt rauslassen, sondern ein runter. Ich rede nochmal mit dir. Zale, I remember when I received this medal. I swore that I would become a true knight, so I could justify getting such a medal. But one day, on a desolate battlefield,
I had a sudden thought. You cannot end people's despair simply by fighting like a madman. That is when I realized that as a knight, I had no purpose, no mission. And so I went traveling. And to this very day, I have been searching for that purpose. Okay. Er weiß nicht, warum er ein Ritter ist. Oder ob ich das gerade falsch verstanden? Weil es gibt keinen Grund dafür, außer jetzt das sinnlose Abschlachten von Leuten. Also das sinnlose Kämpfen, besser gesagt. Dass man es nicht einfach direkt überspringen kann, ne? Kann ich ihn einfach hinterher? Kann ich nicht. Das ging ja einfach. Rösch der Weisheit. Okay, ich kann nicht mit mir. This is nothing. Just you wait. I will be a knight. Ich hatte einfach nur Pech gerade. A knight in training. Zael felt the pride of a true knight. He left the tower with his head held high. Dolch der Weisheit war es, ne? Oder sowas in der Richtung. Ich schaue mir jetzt mal nach. Ja, steh auf. Warte, ja. Ihr könnt noch nicht hier reinkommen. Memento verbessern wir gleich, sobald wir es können. Dolch der Weisheit. Mit der magischen Formel eines Weisen verziert. Kein Attribute. Der kann aber gut werden, wenn wir den verbessern. Wer ist denn da? Ah! Ich habe gehört, dass du successfully passed the trials. Yeah. Sorry if that bothers you. Quite the contrary. I'm a little impressed. It seems you're after more than just a fancy title after all. However, the knight's path is not so easy. There are times when you must be prepared to give your life in order to do your duty. Having been raised as a mercenary, are you prepared to do such a thing? Honestly speaking, I don't know. But I've got a lot of battlefield experience. I've seen some terrible things, and I've been in some pretty bad situations. If I become a knight, a true knight, I'll do anything to save people from suffering. Very well. I look forward to seeing whether your words are genuinely meant or not. By the way, I'm guessing you didn't come all the way to my room to talk about this. Correct. You and I have been summoned by General Astar to receive new orders. General Astar? I wonder what's up. There is still time. If you have any business to attend to, I suggest you do it now. I shall wait. Once you have completed your preparations, return here. Name quests. Aber ich wollte auch, er wartet dann hier. Kann ich? Nein, ich kann nicht in die Stadt porten. Was? Zu den Wonno-Inseln. Also, zu den Guraks. Das sind die Wonno-Inseln, ne? Ich teleportiere mich mal zur großen Halle. Und dann gehe ich raus und gehe mal nach Horus. Und ich gucke nochmal, ob ich Fragezeichenwaffen habe. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Befluchte Waffen habe ich, glaube ich, auch keine. Die Stadt gehen ja bitte. Aber danach höre ich auf. Jetzt, nachdem ich da bei Horus und bei der Waffenhändlerin war, die ich vergessen habe. Wenn sie überhaupt einen Namen hatte, keine Ahnung. Die in der Taverne. Karte. Um,
Ariellas Taverne. Ich muss mich mal so ein bisschen anders hinsetzen, beziehungsweise die Schuhe ein bisschen nach hinten schieben, aus irgendeinem Grund. Ich mache mal kurz Pause, eigentlich wollte ich warten, aber ich muss dringend auf Toilette. So, dann gehen wir nach Horus. Irgendwie. Also die Kamera wusste auch nicht, was sie gerade will. Haben wir denn verfluchte Sachen? Nein. Wir haben Gnomensilber. Könnte ich auf plus 5 kriegen. Erhöhte Schadensminderung beim Blocken. Erhöhtes Lauftempo im Kämpfen. Dann mache ich mal auf plus 5 die schwere Rüstung von Zael. Ja, bitte. Habe ich noch genug Kupfer? Nein. Wie viel Geld haben wir? 47.000? Meine Güte. Spinnentöter. Rasiermesser, scharfes Schwert, effektiv gegen Spinnen. Angriffe haben das Element Natur, durchbricht die Frontabwehr von Spinnen. Dann wollte ich eigentlich die Paladin verbessern. Aber erstmal die Dolche. Hier das Memento. Ich habe ja ein paar Adelsringe. Das war ja so ein bisschen hinterher, hinten zu den königlichen Ringen. Könnte ihnen auch Magier-Dolch geben, so ist das ja nicht. Habe ich so einen überhaupt noch? Ah, den Dolch der Weisheit, den würde ich auch gerne noch verbessern. Ich könnte Jurik den Dolch der Weisheit erstmal geben und das Momentum machen wir dann später besser. Nicht vergessen. Und dann wollte ich den Paladin ein bisschen upgraden. Solange ich die Kohle habe und keine Items benötige, hier plus 5. Den gefallenen Engel wollte ich auch mal verbessern. Das ist halt nur eine Menge, ne? Das Phantomschwert dann, wieso nicht? Den Spinnentöter lassen wir erstmal. Ich meine, gegen Spinnen ist er geil und so. Und der ist ja eigentlich auch sehr stark. Aber ich habe nicht mehr genug dafür. Dann wollen wir nochmal kurz, also Jurik den Dolch geben. Warte, wo ist Jurik? Hier. Dann kriegst du den Dolch der Weisheit, aber das Momento ist, also er hat mehr Angriff, aber er hat auch mehr Magie. Wealth stand da eben doch anders. Ah nee, die anderen sind, okay, das Momento ist besser, aber die anderen, ja, keine Ahnung, die gebe ich den Dolch der Weisheit. Wieso nicht? Eigentlich hätte ich das gerne Kalista gegeben, aber die ist ja sowieso nicht wirklich in der Gruppe. Ich könnte das Waldkleid, wenn ich die richtigen Sachen habe, verbessern. Mache ich auch nochmal. Ich weiß nicht, wann wir Kalista wiederbekommen in der Gruppe, aber dann. Hm. Er hat Dau gesagt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das erste Mal, dass ich das mit Absicht gemacht habe, irgendwie 20 Mal schon dagegen gelaufen, aber ohne Absicht. Hier ist Jurik und die Kellnerin. Aber erstmal gehen wir hier in das Zimmer der Händlerin. Hallo. Waffen, bitte Waffen identifizieren. Haben wir denn was? Nein, haben wir nicht. You look worried, Zael. That's not good for a mercenary. They say worries dull the blade. And you better not be dulling any of mine. Got it? Okay. Also dann bin ich kein Söldner mehr, sondern ein Ritteranwärter. Okay, dann reden. Kann ich nochmal mit dir reden? Oder? Ja, dasselbe wie immer. Reden wir mit ihr. Zael. That knight was here again. He was looking for you.
I said you weren't here, and he said he'd look in the castle again. Sounds like you lead a busy life now. Come back here when you need a break. You guys are always welcome here. While you're on the island, this is your home. Ja. Jurik. Jurik? What's up? Nothing. Just musing about my past. Your past? You remember those kids studying magic in the castle library? Seeing them got me thinking about it. You see, I used to be terrible with magic when I was a kid. But what else could I rely on? I'm not exactly burly now, but I was tiny back then. So, take a look. Was denn? Ach du Scheiße. Because of this, my fire magic is second to none. So I have no regrets about it at all. Although, it does ache from time to time. It feels like the stone is trying to unleash all the power that I have. Even if it might consume my entire body in the process. But I have to say, I'm not interested in dying quite yet. Das war interessant. Kann ich nochmal mit dir reden? You passed the Tower of Trials. Not bad, Zale. Not bad at all. Congrats. Dafür, dass er vorher so ein Muffel war, ist er eigentlich ganz cool drauf mittlerweile. Aber yes, you're a knight in training now. I'm in training now too. I've been helping out around here. We've both got a lot to learn, right? Let's keep at it. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Na, Miranya. Congratulations on passing the Tower of Trials. It seems to have lifted your spirits at last. I'm glad to see you smiling. Ist Siren hier? Ist sie ja. Hey, Zale! I hear you kicked the Tower of Trials into next week. You've even got this new macho look on your face. I bet Callista will love that. Feel proud. You deserve it. Haben die keine Ahnung oder warum reden die über Callista so, als wäre alles gut? Why is that guy you want to find a man? Dann habe ich hier eigentlich nichts mehr zu machen? Also kann ich mich teleportieren? Nein. Nein, ich muss aus der Taverne raus. So ein Kack. Dann, also das mit Juriks Geschichte da gerade, die ganz kurze da, fand ich schon interessant. Ist auch ganz nett, dass es nicht eine ganze Nebenquest ist oder so, sondern einfach nur so eingeworfen. So, warum hat Jurik ein, wie heißen die Dinger nochmal auf Deutsch, Eyepatch, eine Augenklappe? Und da haben die es einfach mal beantwortet. Geh ins Schloss, kann ich nicht so direkt, deswegen muss ich mich da so hier hinporten. Okay. Und dann gehe ich in mein, also in Zales Zimmer und beende dort. Weil ich hätte noch Lust, aber nicht auf eine ganze Quest. Sir Therese sucht euch, er ist auf dem Weg zu eurem Zimmer. Wollt ihr sofort hingehen? Ja, bitte. Muss ich das selbst nicht auf der Karte auch raussuchen. Wo bin ich hier? Große Halle. Hoffentlich vergesse ich das nicht bei den Zwischensequenzen, die es da gab, die ein bisschen leiser zu machen, weil die sind immer arg laut. Und ich will das nicht haben, dass die so mega laut sind. Ich
weiß, also ich müsste... Das könnte ich eigentlich ja ganz kurz machen, außerhalb der Aufnahme dann. Okay, einmal speichern. Nochmal speichern, weil ich will ja jetzt aufhören. Dann... Wisst ihr was? Ich mach das, also ich tue jetzt in OBS... Also ich mache jetzt gleich die Lautstärke im Spiel wieder komplett hoch und dann im OBS mache ich die dann leiser. Das mache ich aber in der Aufnahme, also ich verabschiede mich und dann mache ich das in der Aufnahme, damit ich das in der Aufnahme später hören kann, wie das ist. Aber ich schneide das dann raus. Oder ich mache einfach eine neue Aufnahme. Wieso mache ich das nicht so? Ja, dann war's das für heute. Wir haben ja ein bisschen viel gemacht, so Hauptquest-mäßig, aber auch Nebenquest haben wir, glaube ich, also ich glaube, das in der Meereshöhle oder wie das da hieß, da wo wir den Kraken besiegt haben, First Try, da, ich glaube, das war eine Nebenaufgabe. Aber ansonsten sind wir ziemlich weit gekommen. Heute für 3 Stunden, glaube ich, nicht so wirklich weit, aber für meinen Geschmack schon gut genug. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.